Willkommen in der Crew des Painting Pirate. Mein Name ist Captain Shortbeard. Unser heutiges Tutorial heißt Figuren malen für Anfänger und richtet sich an diejenigen, die sich mit Hilfe einer YouTube-Recherche über das Hobby des Figurenmalens informieren möchten. Was sich jeder Anfänger wohl fragt ist, was benötige ich für dieses Hobby und was kostet es mich? Für die ersten Versuche und für ein kurzes Hineinschnuppern ist es nicht viel. Ihr braucht Pinsel. Für den Anfang reicht hier ein billiges Set aus dem Supermarkt. Ihr bekommt rund 12 Pinsel in einem Set mit unterschiedlichen Größen für ca. 1,30 Euro. Farben. Ich empfehle Blau, Rot und Gelb, jeweils in einem mittelhellen Farbton. Dazu noch Schwarz und Weiß. Für dieses Tutorial verwende ich Calidor Sky, Mephiston Red, Flashkits Yellow, Abaddon Black und Ceramide White von Games Workshop. Pro Farbtopf sind das 3,30 Euro. Dann braucht ihr noch eine Küchenrolle, ein Stück unbeschichtetes Backpapier, ein Plastikbecher, eine flache Plastikbox, idealerweise mit Deckel, alternativ geht auch ein alter Teller und zuletzt natürlich die Figur. Einzelminiaturen findet ihr je nach Größe für 5 bis 80 Euro im Internet. Für dieses Tutorial habe ich mir ein Überraschungsei gekauft, die Schokolade gegessen und die Figur zusammengebaut. Das sind in der Summe rund 26 Euro. Bis auf das Geld für die Figur ist diese Investition natürlich nicht weg, denn ihr könnt das alles noch für andere Projekte benutzen. Baut zuerst die Figur zusammen und reinigt sie gründlich mit Wasser und Seife. Während sie dann trocknet, könnt ihr schon einmal euren Arbeitsplatz vorbereiten. Schützt die Arbeitsplatte mit Zeitungspapier oder einer anderen Unterlage vor Farbspritzern. Feuchtet etwas von dem Küchenpapier mit Wasser an, legt es auf den Teller oder in die Plastikbox und drückt darauf das zuvor zugeschnittene Backpapier an. Das nennt man eine Nasspalette. Hierauf mischen wir später unsere Farben. Die Feuchtigkeit im Küchenpapier verhindert, dass die Farbe zu schnell auf dem Backpapier antrocknet. Zuletzt füllt noch den Plastikbecher mit Wasser und legt ein weiteres Stück des Küchenpapiers bereit. Jetzt kann es losgehen. Normalerweise sind die Figuren, die wir Miniaturenmaler bemalen, aus grauem Kunststoff oder aus Zinn. Egal aus welchem Material sie auch sind, es empfiehlt sich immer, die Figur weiß oder schwarz zu grundieren. Zu diesem Zweck gibt es spezielle Sprühdosen, die uns die Arbeit erleichtern. Aus Geiz habe ich für dieses Tutorial auf diesen Luxus verzichtet und grundiere hier gerade mit dem Pinsel und normaler schwarzer Farbe. Gebt dazu 2 Tropfen schwarzer oder weißer Farbe auf eure Palette und verdünnt sie so mit Wasser, dass die Farbe die Konsistenz von flüssiger Sahne annimmt. Das entspricht etwa einem Mischungsverhältnis von 1:1 bis 1:2. Sollte die Farbe nicht ganz decken, so wie bei mir hier, dann ist das nicht schlimm. Lasst die Farbe komplett trocknen, ich nehme einen Haarföhn dazu und malt einfach eine weitere Farbschicht darüber. Jetzt ist die Grundierung fertig und ich komme zur eigentlichen Bemalung der Figur. Ich beginne mit der Haut. Hauttöne gibt es in den unterschiedlichsten Abstufungen im Handel zu kaufen. Wenn ihr euch an meine Einkaufsliste gehalten habt, dann habt ihr keinen davon auf eurem Tisch stehen. Das ist aber kein Problem. Wir mischen die Hautfarbe aus Gelb, Rot und Weiß im Verhältnis von 2:1:2. Diese Farbe verdünne ich wieder mit Wasser auf die Konsistenz von flüssiger Sahne und trage sie in dünnen Schichten auf die Figur auf. Die zweite Schicht der Haut ist leider immer noch nicht vollständig deckend. Nehmt lieber mehr Schichten anstelle von dickeren Farben. Zu dicke Farben führen zu einer Streifenstruktur auf der Figur und dazu, dass ihr euch feine Details damit überspachtelt. Achtet auch darauf, dass ihr nicht zu viel Farbe auf dem Pinsel habt. Überschüssige Farbe könnt ihr an dem bereitgelegten Stück Küchenpapier abstreifen. Achtet außerdem auch darauf, dass nie mehr als die vordere Hälfte des Pinsels mit Farbe bedeckt ist. Dadurch hält er länger. Nach der vierten Schicht ist die Haut fertig. Es geht weiter mit dem Kleid und den Schuhen in Rot. Dafür benötige ich je 2 Farbschichten, genau wie für den Gürtel und die Handtasche in Blau. Die Haare male ich schwarz.
Wenn ihr andere Farben als Rot, Gelb und Blau malen möchtet, dann könnt ihr euch die selbst ausmischen. Grün aus Blau und Gelb, Orange aus Rot und Gelb, Lila aus Rot und Blau. Außerdem könnt ihr jede Farbe mit Schwarz abdunkeln und mit Weiß aufhellen. Beim Gesicht, am Mund und bei den Augen tue ich mich ziemlich schwer. Das liegt an den Pinseln vom Discounter. Sie bilden leider keine vernünftige Spitze, was es nahezu unmöglich macht, präzise zu malen. Solltet ihr etwas tiefer in die Figurenmalerei einsteigen wollen, dann rate ich euch zum Kauf von Naturhaarpinseln. Mit denen fällt das präzise Malen deutlich leichter. Hier seht ihr nun das fertige Ergebnis. Ich weiß, das haut keinen vom Hocker, aber das ist ein realistischer Eindruck von dem, was ein blutiger Anfänger von seinen ersten Versuchen erwarten kann. Mit etwas mehr Übung und dem Wissen um einige grundlegende Maltechniken könnte euer Ergebnis schon bald so aussehen. Unter www.painting-pirate.net findet ihr unter dem Menüpunkt Tutorials eine schriftliche Version dieses Videos mit einigen zusätzlichen Tipps und Tricks. Schaut dort einfach mal vorbei. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, klickt auf die Like-Buttons unter unseren Blogbeiträgen, bei Facebook oder YouTube, abonniert unseren Kanal und werdet somit Teil der Crew des Painting Pirate.